Servus Leute, ja, ich bin mal wieder in München und zwar zum, weil ich ja beim 10. weiß-blauen Booktuber-Treffen nicht dabei war, gibt es eben, naja, nicht extra für mich, aber da waren eh zu wenige, da gibt es ein weiß-blaues Booktuber-Treffen 10.2 und ja, da drüben stehen, glaube ich, schon die ersten. Ja. Martin und die Steffi sehe ich schon. Und einen ganzen Haufen andere. Ja. Und begrüßt sie mal. Morgen. Hallo. Hallo, morgen. Genau. Ich genau. Ich ein bisschen genau. Hallo. Die hat mit Kaffee. Jetzt ein Drücker. Ich will ja nicht so stören. Hi. Hallo. Steffi. Ja, viel, viel zu lange, viel zu lange. Aber ich verstehe jetzt auch das Ganze. Hallo. Hallo. Hey, Daniel. Gucken. Servus. Frale. Na dann. Alle vier Tage. Also, falls ihr das noch nicht wisst, ich bin in Leipzig auf der Buchmesse, komplett alle vier Tage, voll alle aufs Brett. Ne? So wie sich das gehört, weil Leipzig ist die geilere Buchmesse. Nichts gegen Frankfurt, auch klasse, aber Leipzig ist nun mal geiler. Ja, in diesem Sinne schauen wir mal, was passiert. Wer noch alles kommt und bis gleich. Hallo. Hallo. Ja. Fifi fällt schon wieder um. Oh Mann. Hab ihn auch gestürzt. Ja. Fifi muss mit. Die Büchernixen sind am Anschwimmen. Leider ist ja Lisa krank zu Hause, aber was will man machen? Hi. Oh Gott, und alle so dick eingepackt. Ja, ist kalt. Ja, ist kalt. Also, hi, geil. Schön, dass du mal wieder nach München kommen konntest. Hi, na, wie geht's dir? Ja, ja. Ich hab schon gehört, du bist eingeworfen heute. Ein bisschen viel. Oh je, yeah. So schlimm. Nicht gut, oder? Ich hab's nach München geschafft! Ja, das ist ja nicht selbstverständlich! Ja, das stimmt. Das hat euch ordentlich erwischt anscheinend. Nein! Ja, das haben wir gut. Aber nur im Stehen weg? Eigentlich nicht. Zu viel Kamera ist es mehr. Ja, das ist Das ja. Dabei? 2 Jahre? Einmal, oder? Ja, oder? Oh. Stimmt, ich glaube, München war einmal, oder? Ich glaube schon, ja. Sonst hat es jedes. Nee. Einmal, glaube ich. Ja. Und danach hat es immer eine Schmiede. Einmal Termin verbeutelt und dann ja, nee, Nürnberg. Mhm. Ist denn ohne mal, wenn du Kraft bist. Ja, wir holen jetzt nochmal die Dame und alte Hand. Nee, das nicht, aber die versteht das halt mehr. Weißt du, was in 3 Wochen? Heute in 3 Wochen? Ja! Glaub. Ist aber auch Handys krank. Jo, wir sind mal wieder vorm Text angekommen. Das Paradies für jeden,
Buchliebhaber. Und jetzt schauen wir da mal rein und gucken mal, wie die Kamera beschlägt. Weil hier draußen ist arschkalt. Ja, der Daniel hat mich gerade gefragt, ob ich was gefunden habe. Hier im Text. Hier findest du immer was. Also falls ihr mal ins Text, das liegt in der Nähe vom Sendlinger Tor in München. Paradies für Leser. Hier gibt es Mängelexemplare oder Restbestände. Auf jeden Fall günstigste Bücher. Ich habe gerade einen riesen Schuber für die Hälfte vom Preis erstanden mit 5 Büchern. Ich wollte eigentlich gar nichts. So. Geht mir genauso. Und Daniel ging es genauso. Er wollte eigentlich auch nur mal schauen. Aber wenn er, merkt euch das, falls er mal ins Text kommt und ihr geht, ja, schauen wir mal, könnt ihr vergessen. Ihr geht hier immer mit einem Buch raus. Also mindestens 1, wenn nicht 10. Von dem her, guckt mal, ich will es euch verraten, was, aber hier in der leicht ausgebeulten Tasche, da, ja, ist meine Bücher, meine 9, ein Schuber mit 5 Büchern und noch 2 Klassiker, aber lasst euch überraschen, was das ist. Ja, jetzt schauen wir einfach noch ein bisschen, weil, ja. So Leute, zwischenzeitlich war ich sogar mal, wo war ich eigentlich drin? Saturn oder wo war das? Ja, auf jeden Fall war ich in so einem Laden, weil nämlich der Akku oder die Batterie von meinem Mikro, das hier oben drauf ist, nämlich geschwächelt hat und ich hatte außergewöhnlicherweise keinen Ersatz dabei. Und da war es gut, da sind wir da dran vorbeigekommen und ja, deswegen habe ich jetzt noch nichts hier und alle anderen. Ja, alle anderen lassen sich leider schmecken. Aber die Leute beim Hans im Glück sind ja ziemlich fix. Deswegen habe ich auch schon Mango-Minze-Getränk. Und mein Burger kommt auch gleich. Und den lasse ich mir jetzt schmecken dann. Ja. Mir ist der Hans im Glück. Alle sind jetzt gefüttert und getränkt und wir machen uns jetzt auf den Weg wieder zurück zur U-Bahn-Station Sendlinger Tor und dann geht's ab zum Hugendubel am Marienplatz, denn der wurde jetzt zeitlang ja umgebaut und der hat wieder eröffnet. Und ja, ich war noch nicht dort, deswegen freue ich mich da jetzt drauf. Ja, bis gleich im Hugendubel am Marienplatz.
Am Marienplatz sind wir angekommen. Da vorne seht ihr den Hugendubel. Falls ihr mich nicht versteht, hier ist ein bisschen mehr los. Und außerdem ist es ein ganz schöner Wind hier. Ja. Leute, wir sind jetzt im Hugendubel, der ganz neu wieder aufgemacht hat, ganz neu eröffnet. Und was ich jetzt sehe, der Laden sieht richtig, richtig toll aus. Also wenn ihr mal in München seid, am Marienplatz, nicht zu übersehen, der neue Hugendubel hier. Und ja, die Auswahl ist gewohnt wunderschön und großzügig. Also, früher mal war dieser Hugendubel übrigens der größte Buchladen in ganz Deutschland übrigens. Hatte früher 5 Stockwerke, jetzt glaube ich nur noch 3. Früher war es echt der größte Buchladen in Deutschland hier. Ja? Ja. Die meisten Flächen. Mit 5 Stockwerken. Okay. Mhm. Ja. Jetzt gucken wir uns ein wenig um. Erschlagen von den Büchern. Ja, weil der Buchladen ist immer noch mit 3 Stockwerken immer noch ziemlich heftig groß. 2? Nur 2. Okay, nur noch 2. Aber ist trotzdem ganz schön groß. Und schön. Und schön, also wirklich schön, schön gemacht, gefällt mir. Und ich stütze mich jetzt mal in die Bücher, auch wenn... Ich denke, ich nehme heute keins mehr mit, aber wer weiß. Das habe ich auch, hab ich auch vor dem Text schon gesagt. Also in dem Sinn. Leute, wir sind hier ganz in der Nähe vom Karlsplatz und hier ist der Disney Shop. Hey Janine, Disney Shop. Hier. Das wäre doch was für dich, oder? Also gucken wir mal rein, was es da so gibt.
so. Wir sind hier mal wieder in einem Buchladen, in einem anderen, aber diesmal auch wieder in einem Buchendubel, und zwar an dem am Karlsplatz Stachus. Und hier bin ich gleich in meine Abteilung, nämlich Fantasy und so. Und das erste, auf das ich zugerannt bin, ist natürlich Markus Heitz. Und irgendwie Schicksal verfolgt mich heute, dieser Mann. In dem Sinn, ich guck nicht mal um. So, jetzt fahren wieder die Verabschiedungen an. Du bist vielleicht zur Buchmesse. Ja, du bist ja eh da. Bestimmt. Also ja, ich bin bei mir auf jeden Fall spontan. Und ja. Du kommst auch. Sind die Sommer, da wurde ich auf Freizeitraumreise. Wohin geht ihr? Ja, da bin ich auch. Du bist von? Wir schlafen bei den Männern. Ja, bei mir. Ich hab ein Zimmer. Das merke ich mir. Aha. Ja, cool. Ja, welche Tage bist du da? Freitag, Samstag, Sonntag. Cool. Donnerstag bis Sonntag. Von dem her, dann drei Tage. Halbe Stunde habe ich noch, bis mein Zug zurückfährt, und ja, wenn der Tag immer nicht so schnell vorbei wäre, ne? Aber so ist es halt. In Leipzig sehen wir die meisten ja zum Glück wieder. Tja, soll ganz unvorbereitet festgestellt, dass der Zug von den Büchernixen auch nach Nürnberg fährt. Und ich wollte eigentlich um 18.05 Uhr von hier ab. Aber naja, nachdem hier so ein Regionalexpress am Arsch der Welt auf Gleis 33 auch nach Nürnberg fährt, fahre ich halt schon ein bisschen eher. Mal schauen, vielleicht erwische ich dann noch eine RS-Bahn und naja. Aber jetzt muss ich alles schon verlassen. Ja. Mach mal Winke-Winke. Aber die eben nicht, weil das ist ja auch ihr Zug. Habe ich jetzt gerade festgestellt. Ja, wir sehen uns im Zug.